Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder bei MWO und heute gebe ich euch eine kleine Einführung ins MacLab. Das sollte eigentlich bedeuten, dass ihr über die TrialMacs hinaus gekommen seid schon und jetzt davor steht, euren ersten eigenen Mac zu konfigurieren. Die sieht dann wie folgt aus. Im MacLab klickt man allererst mal auf die leere Mac Bay und dort auf Create New Mac, wo man sich seinen ersten Mac auswählen kann. Hier empfehle ich grundsätzlich allen, die nicht schon mit leichten TrialMacs gut klargekommen sind, die Finger von den leichten Macs zu lassen. Der Kommando ist zwar verlockend günstig, aber bestimmt kein Mac, mit dem man gut klarkommt als Einsteiger. Und der Jenner ist teurer als die meisten mittleren Macs, der einen guten Einstieg und gute Bewaffnung und relativ gute Panzerung bieten. Ich würde an eurer Stelle zum Hunchback tendieren. Das ist ein guter Allround-Mac. Und vielleicht auch als allererstes, weil er eben nicht so teuer ist und sich gut ausstatten lässt, zum Hunchback 4SP raten. Ansonsten ist der Centurion auch keine schlechte Wahl, allerdings ist es äußerst schwierig, mit der Autokanone im Arm klarzukommen, weil die wirklich schwer zu zielen ist. So, das breche ich jetzt natürlich ab, weil ich ja bereits über Macs verfüge. Also gehen wir doch mal hier auf den von mir schon gekauften Hunchback 4SP. Um weiter ins MacLab zu gehen, gehe ich auf Configure Mac und habe hier den Mac vor mir. Jetzt kann ich dazu übergehen, mir die einzelnen Teile und das, was eingebaut ist, anzusehen, indem ich entweder direkt auf den Mac klicke, auf die einzelnen Teile, die dann immer gehighlightet werden. Und hier anzeigen, welche Slots gebraucht oder verbraucht sind, wie viele Hardpoints vorhanden sind und eben was eingebaut ist. Hier sieht man, gibt es zwei Energy Hardpoints im Arm. Das ist auf beiden Seiten so. Und wie ihr gerade gesehen habt, kann ich das Ganze, die ganze Auswahl auch unten in diesem Schattenriss betreiben. Weil man vor allem später dann mit größeren Macs das Problem haben kann, dass man, wenn man einen Teil ausgewählt hat, vielleicht andere Teile schlecht oder gar nicht auswählen kann. Darum gibt es das hier. So, habe ich jetzt dieses ausgewählt, dann kann ich hier reingehen und kann nach Belieben alles, was nicht gelb gezeichnet ist, diese hier, die sind fest verbaut und verbrauchen auch diese Slots. Die anderen, die weiß angezeigt sind, kann ich allerdings aus- und umbauen, wie es mir beliebt. Ich kann den Medium Laser rausnehmen, ich kann den Small Laser rausnehmen, ja. Ich kann hier reingucken in den Seitentorso, kann die Streaks rausnehmen und so weiter und so fort. Worauf kommt es an beim neuen Mac? Nun, zuerst mal werdet ihr wahrscheinlich kein Geld haben, um euch so eine XL Engine oder sowas zu leisten zu können. Deswegen solltet ihr den Engine, also den Motor, unangerührt lassen. Auf verschiedene Motoren und so weiter kommen wir auch später nochmal in einem anderen Video gesondert zu sprechen. Was man allerdings tun kann, ist die Hitzeeffizienz des Stockbilds erheblich zu verbessern. Indem man zum Beispiel beim 4SP sind, glaube ich, 4 Medium Laser, ein Small Laser und 2 SRM6 verbaut. Indem ich da also Platz schaffe für mehr Heatsinks, kann ich schon mal die Leistung des Macs wesentlich verbessern und kann eine konstantere Feuerrate erreichen. Das kann ich zum Beispiel erreichen, indem ich die SRM6 aus den Seitentorsi entferne und die gegen SRM4 tausche. Die kosten allerdings auch Siebels, also seid
gewarnt, ja, ihr müsst das Geld dafür übrig haben. Günstig ist es, wenn man anfängt, entweder ein, zwei Runden mit dem Stockbild zu spielen, um Geld zu verdienen, oder aber indem man einfach ein, zwei Runden mehr mit dem Trial Mac spielt und so 150 bis 200.000 Siebels mehr verdient hat. Also, ich will euch jetzt nicht vorschreiben, wie ihr euren Mac auszurüsten habt, aber ihr solltet darauf achten, wie gesagt, eine gute Hitzeeffizienz zu erreichen. Die Panzerung so hoch wie möglich zu haben. Und auch, wie gesagt, genügend Heatsinks, genügend Munition dabei zu haben. Dazu kommen wir hier gleich nochmal zu diesem Bildchen. Hier sind sämtliche Waffen aufgeführt, die in dieses entsprechende Körperteil eingebaut werden können. Das heißt, es ist wirklich immer abhängig davon, welche Hardpoints vorhanden sind, welche Waffen angezeigt werden. Munition kann grundsätzlich alles eingebaut werden, in jedes Körperteil. Allerdings kann die Munition von Case nur geschützt werden in den Seitentorsi. Heatsinks können auch überall eingebaut werden. Ja. Und die Panzerung, das ist hier der letzte Teil, auch die kann überall eingebaut und erhöht werden, kommt allerdings immer bei der Tonnage auf krumme Zahlen, weswegen man vielleicht auf ein, zwei Panzerungspunkte in zum Beispiel dem Bein oder einem Arm, wo man nichts drin hat, verzichten sollte. Ja, wenn man das alles gemacht hat, klickt man hier unten auf Save Mac. Ich tue das nicht, ich gehe jetzt auf Cancel, weil mein Mac ja ausgerüstet war und ich den mag so, wie er ist. So, wenn man dann wieder hier ist, sollte man unbedingt überprüfen, ob alles korrekt eingebaut wurde, ob die Tonnage stimmt, ob die Panzerung ungefähr stimmt, und dann kann man noch abgleichen Firepower, Heat Efficiency, und dann kann man ins erste Match mit dem eigenen Mac starten. So viel heute dazu, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!